Ja, hallo, liebe Muslime. Ich habe eine Frage an euch. Ich wollte mal wissen, wann wurde Mohammed, der Prophet des Islams, sexuell missbraucht? Er selbst, also vergewaltigt. Ich habe ja Folgendes mal herausgefunden, und zwar auf der Seite von www.alislam.com. Also eine islamische Seite aus Saudi-Arabien. Und beim Lesen in As-Sira an-Nabawiyya li Ibn Hisham über das Leben von den Gesandten von Ibn Hisham, lese ich mal Folgendes von Ibn Ishaq. وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبق العقاب. Also der Abu Sufyan, der Sohn von Al-Harith, der Sohn von Abd al-Muttalib, und Abdullah, der Sohn von Abi Umayyah, der Sohn von Al-Mughira, trafen den Gesandten Allahs in Niq al-Uqab, فيما بين مكة والمدينة, zwischen Mekka und Medina. فالتمسا الدخول عليه, und die wollten ihn bei ihm reinkommen. فكلمته أم سلمة. أم سلمة ist eine von den Frauen Muhammad. فيهما, also أم سلمة sprach mit den Gesandten und wollte denen sagen, dass die beiden Abu Sufyan und Abdullah ihn besuchen wollen oder bei ihm reintreten wollen. فقالت, sie sagte, يا رسول الله, Gesandter Allah, ابن عمك وابن عمتك وصهرك. Also draußen ist der Sohn deines Onkels und der Sohn deiner Tante. قال, antwortete der Gesandte Allahs, لا حاجة لي بهما. Ich brauche die nicht. Und jetzt sagt er, warum? أما ابن عمي, also der Sohn meines Onkels, und in dem Fall ist das dieser Abu Sufyan. Abu Sufyan ist der Cousin von Muhammad ibn Ammihi. Fahataka ardi, fahataka ardi. Er hat mich sexuell missbraucht oder er hat mich vergewaltigt. Boah. Wann ist das passiert? Wenn ihr Informationen habt, könnt ihr mir sagen. Für diejenigen, die das nicht wissen, was Hataka Ardi bedeutet, sollen die eben auch mal suchen. Am besten macht ihr Hataka Ardi und macht ihn in den Google-Übersetzer für diejenigen, die Arabisch nicht können. Ja, das habe ich für euch mal gemacht. Habe ich hier Hataka Al-Ard oder Hatka Al-Ard bedeutet Vergewaltigung. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, anhören. Und die Bedeutung davon? Vergewaltigung. Also Vergewaltigung. Hataka al-Ard bedeutet Vergewaltigung. Also er wurde vergewaltigt. Von wem? Von seinem Cousin, Abu Sufyan. Wenn man aber in der arabischen Sprache reinkommt, also in den Duden, und sucht nach dem Wort Hataka, für diejenigen, die das nicht wissen, was das bedeutet, natürlich jeder Araber weiß das, Hataka bedeutet جذبه فقطعه من موضع. Also er hat irgendwas geschnitten. أو شق منه جزءا. Er hat irgendwie einen Riss reingetan. Also Hataka hat einen Riss gemacht oder hat er irgendwas zerschnitten. So. Und dann Al-Ard. 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 Schauen wir mal, was bedeutet. Al-Ard. 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 So. Gleich. So. Al-Ard. Al-Ard brauchen wir. Da ist Al-Ard. Al-Ard, Al-Aslaf wal-Aba. Also die Verwandten. Al-Ard, Nafsur-Rajul. Also
der Mensch selbst. Ard al-Insan huwa al-Jasad. Ard al-Insan huwa al-Jasad, also sein Leib. Das heißt, er zerschnitt sein Leib, beziehungsweise er hat ihn vergewaltigt. Das ist dieser Ausdruck von Hataka al-Ard oder Hataka Ardi. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr mir etwas sagt darüber, wann wurde der Gesandte Allahs sexuell missbraucht, als Kind oder als Erwachsener. Aber es kann auch sein, dass nicht er selbst, der vergewaltigt worden ist, sondern eine von seiner Familie. Vielleicht seine Frauen oder seine Töchtern oder sowas. Wenn ihr etwas wisst, bin ich euch dankbar. Vielen Dank.